Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, herzlich willkommen zu Let's Play Europa Universalis 4. Sorry für die Verspätung, aber ihr werdet es nicht glauben, ich habe gestern Nacht noch ein, zwei Folgen aufgenommen. Eine, ja. Und als ich dann fertig war, habe ich gesehen, ich habe vergessen, den Ton aufzunehmen. Dann war ich aber zu schlecht drauf, als dass ich da die Folge nochmal wiederholt hätte und deswegen bin ich heute dabei. Wir sind Brandenburg. Und ich habe euch gefragt, sollen wir Sachsen erobern und hier mal für klare Verhältnisse sorgen? Der Tenor war entweder Krieg, Ausrufezeichen, oder aber überlegt ihr das gut. Denn wenn wir Sachsen erobern sollten, machen wir uns ganz viele Feinde. Wir werden da, glaube ich, keinen Spaß mit haben für den Rest des Let's Plays. Deswegen erstmal Braunschweig. Es haben auch viele gesagt, erstmal Braunschweig, dann Sachsen. Ich würde vorschlagen, wir machen es so. Erstmal Braunschweig, das ist klar. Braunschweig hat keine Verbündeten, Braunschweig gehört uns, da können wir so vor, da können wir eigentlich gleich mal hier den Krieg erklären. Da gibt es nichts, was uns davon abhalten könnte, denn wir haben den Anspruch auf Braunschweig auch schon fingiert. Wir brauchen keine Alliierte einladen, wofür auch, denn wir haben hier mit 16.000 Mann gegen 1.000 Mann leichtes Spiel. Das ist klar, da müssen wir nichts machen. Dann warten wir auf jeden Fall, bis Pommern annektiert ist, um hier noch stärker zu werden. Dann haben wir auf jeden Fall, also selbst wenn dann Sachsen noch mit Bayern verbündet sein sollte, oder mit Österreich, wer ist es? Mit Österreich, genau, Polen und Österreich, haben wir mit unseren Verbündeten eine sehr gute Chance, diesen Krieg zu gewinnen. Im Moment wage ich das zu bezweifeln, das wird ein enges Höschen, wenn wir das jetzt spielen würden. Von daher warten wir noch. Auf jeden Fall, bis Pommern eben annektiert ist und dann schauen wir, ob man nicht den deutschen Orden überfallen. Denn den deutschen Orden dann zu annektieren, da hat keiner was dagegen. Da hat keiner was dagegen. Das gibt kaum Malus. Österreich hat Wittenberg den Krieg erklärt, da schau her. Und der Hansebund möchte nicht mehr durch unsere Länder reisen, okay? Österreich hat Württemberg den Krieg erklärt. Heieiei. Ja, da wollen sie nicht nur Baden haben, sondern auch Württemberg. Gut ist verständlich, weil Konstanz hier eine Schlüsselprovinz ist, um das österreichische Kernland mit ihren Ländereien hier im Sundgau, das ist Schweiz, Breisgau-Baden ist noch Deutschland, das ist Baden, wie es heute auch ist. Und die Musik ist ganz laut geworden. Ich mache mal hier ein bisschen leiser, auch für mich, ich hoffe für euch auch. Sound, Musik, so ist gut. So, wo sind wir? Wir haben Braunschweig besetzt und lassen das auch besetzt. Wir lassen das besetzt. Ablasshandel. Oh, sehr gute Frage, der Ablasshandel. Ach, da fällt mir ein, wir müssen ja noch einen weiteren... Hört ihr das? Jetzt ist es weg. Wir müssen noch einen weiteren Kurfürst bestimmen. Machen wir gleich. Ich habe mir da schon jemand ausgesucht. Der Vorteil jetzt, das nochmal nachzuspielen, ist, dass ihr nicht mehr 5 Minuten beim Szenieren zuhören müsst. Ablasshandel, sobald der Gülden im Becken klingt, im Hui die Seel im Himmel springt. Im Hui, ah, von Hui. Okay, hat Johann Tetzel gesagt, der Papst bietet Ablässe gegen Geld, damit die Seelen der Reichen gerettet werden können, auch wenn sie weiterhin sündigen. Dies verursachte letztendlich einen Riss in der Kirche und führte zur Reformation. Sollen wir, ja, den Ablasshandel versteuern, soll man sagen, ist okay, macht ruhig, aber gebt uns was ab. Dadurch erhalten wir 2% Reformbegehren, das bedeutet, die Reformation wird früher eintreten und früher alles ins Chaos stürzen. Dafür erhalten wir 10 Dukaten und der Kirchenstaat mag uns nicht, wie sonst. Oder aber wir sagen, Sache der Kirche, ja, da haben wir keinen Einfluss drauf, mir heißen es aber auch nicht gut. Beziehungsweise wir lassen da unsere Finger von und bereichern uns nicht auch noch dran. Der Katholizismus verliert 0,5% Reformbegehren. Ja, ja, guck mal. Ja, ist ja gar nichts. Auf die 10 Gulden, auf die 10 Dukaten verzichte ich ja gerne. Das ist Sache der Kirche, macht ihr mal. Das kann euch eh nicht davon abhalten. Obwohl ich Kontrolleur der Kurie bin. Aber es ist halt nun mal ein geskriptetes Ereignis, was man nicht aufhalten kann. Wir brauchen einen Kurfürsten, ich habe lange überlegt und ja, ich gehe nochmal aber trotzdem die wichtigsten Überlegungen durch. Der Hansebund ist zu stark,
Ist mir zu stark, als ob ich, als dass ich ihm noch mehr stärken wollte mit politischer Macht. Böhmen käme vielleicht auch in die Böhmen, ist ja eh schon Kurfürst. Brauchen wir nicht Sachsen. Sachsen ist halt immer so ein Ding. Warte. Ich hab nämlich, Sachsen ist nämlich schon Kurfürst. Ja genau, ich weiß. Ich weiß, dass Sachsen Kurfürst ist. Trier, Pfalz und Köln ist es noch. Und genau, also Bayern, nee, mit Bayern haben wir nichts am Hut, wäre auch eine Möglichkeit, aber wer weiß, die sind ja mit unserem Erzfeind Sachsen verbündet, da wollen wir denen keine Macht geben. Österreich, da, gegen die kämpfen wir ja, da wollen wir auch keinen Kurfürst draus machen. Pfalz, Hessen, Köln, Münster, so die Kleinen sind es, die Kleinen wären halt nicht verkehrt, aber wofür ich mich entschieden habe, ist Frankfurt. Frankfurt, in der Hoffnung, dass wir mit Frankfurt uns sehr gut stellen, vielleicht den ein oder anderen Prozentpunkt oder Promillepunkt beim Handelseinfluss bekommen, denn wenn wir Braunschweig erobern, dann haben wir unsere erste Provinz im Handelseinfluss von Frankfurt und unser Händler ist eh schon in Frankfurt, um dort den Handelseinfluss zu unserem Heimathandelsposten in Lübeck weiterzuleiten. Da schauen wir gerade nochmal, wo ist er? Genau. Wie heißt er denn? Die haben doch alle einen Namen hier. Flotten annektieren. Händler, Lübeck. Frankfurt. Joachim Nestor von Wermsdorf. Joachim Nestor? Heißt doch nicht unser Thronfolger? Ah ja, auch Joachim Nestor, aber von Hohenzollern. Wir haben einen neuen Erbfolger. Wir haben einen neuen Erbfolger, der ist zwar leider auch schon 69 Jahre alt, aber schaut euch das mal an. 545. Ich glaube, dass der Durchschnitt 333 ist. Das bedeutet, mit 545 sind wir da weit über Durchschnitt. Und hoffen, dass Markgraf Albrecht dann bald den Löffel und sein Amt abgibt. was aber natürlich auch mit einem Stabilitätseinbruch einhergeht. Das Gute ist, dass ich jetzt vordenken kann, denn ich werde hier auf jeden Fall die Stabilität um 1 steigern. Um diesem vorzubeugen. Das bedeutet aber auch, dass wir jetzt länger brauchen, um die nächsten Ideen einzuführen. Die nächste Idee ist doppelt gut, denn das ist die Nationalbank zum einen. Ja, da bekommen wir eine monatliche oder jährliche Inflationsreduktion von 0,1. Und wir können die erste preußische Idee freischalten, das ist das Kammergericht, und bekommen 10% mehr Steuereinnahmen. Zurück zu Frankfurt. Wir machen Frankfurt zum Kurfürst, aber vorher verbünden wir uns noch mit ihnen, ja, damit wir auch auf Nummer sicher gehen, dass sie auf jeden Fall für uns stimmen. Frankfurt nahm unser Bündnis an, sehr gut. Dann machen wir noch eine Staatsehe, wobei die nur noch pro forma ist, da können wir ja dann warten. Gegen die Toskana haben wir einen Kriegsgrund. Ah ja, in Frankfurt bietet uns die Staatsehe an. Ändert die Rechtmäßigkeit um minus 5. Jährliche Legitimität plus 0,6. Sehr schön. Und erhöhte Chance auf Nachwuchs plus 30%. Also Nachwuchssorgen haben wir keine. Ich frage mich, wie das sein kann, dass der Vater... Gut, die sind, das hier ist kein Vater-Sohn-Verhältnis, denke ich mal. Ne? Er ist 71, er ist 69. schade drum. Aber ich gehe davon aus, dass wir hier ganz viele Erbfolger am Start haben. Wir sind eine Feudalmonarchie. Und könnten eine despotische Monarchie werden. Da kümmere ich mich später drum. Erstmal, auslaufender Kriegsmund gegen Toskana ist egal. Wir sind im Krieg mit Braunschweig, das ist klar. Wir haben freie Beraterplätze, die brauchen wir erstmal nicht. Waffenruhe wird enden. Ja, im Deutschen Orden 87, das ist in einem Jahr, das dauert eh noch. Wir können Provinzverbesserungen bauen, da kümmern wir uns gleich drum. Und Kämpfe der Nachfolge ist uns egal. Wir haben Anspruch auf Braunschweig, den wir durchsetzen, und Wittenberg, den wir später durchsetzen. Und zu viele diplomatische Beziehungen, ich weiß. Aber jetzt können wir Frankfurt zum Kurfürst machen. Und ich gehe mal davon aus, dass wenn sie jetzt Kurfürst sind, dann auch nicht so schnell wieder von Hessen oder Pfalz überfallen werden. Und außerdem stehen sie, ja, jetzt mehr oder weniger unter unserem Schutz. Wobei, das waren sie die ganze Zeit. Thüringen hat Probleme mit adligen Rebellen. Tja, euer Problem. Oder? Nee. Na, wir gucken mal, ob wir, wenn wir dann mit Braunschweig fertig sind, da noch kurz rüber schlawenzeln und Stimmrecht gewähren. Was haben sie denn bitte dagegen? Braunschweigsche Meinung? Abbrechen. Oh, yeah. Jetzt hätte ich fast Braunschweig
Wenn mir das nicht aufgefallen wäre, ich habe gedacht, was hat denn Frankfurt dagegen, dass sie Stimmrecht bekommen? Ich hätte es jetzt gemacht. Frankfurt, hier bist du. Stimmrecht gewähren. Ja, da gibt es nämlich keinen Grund, dass sie das nicht wollen. Ja. Senden. Herzlichen Glückwunsch. Willkommen im Kaiserrat. Haben wir es jetzt? Ja, ne? Das sind sie. Sehr schön. Und plus 103. Ja, da muss Österreich einiges tun, um uns dem Rang abzulaufen. Die Pfalz gibt uns die meisten Punkte, wählt aber dann doch für sich. Ja gut, wenn er meint, aber wir sind hier 4-3, das ist ja der Hammer, das haben wir sowas von gewonnen, ja. Da kann unser jetziger Kaiser gerne sterben. Wir haben eine Wahlberechtigung entziehen, Kriegsgründe in Frankfurt. Was? Wir können ihnen das Recht zur Kaiserwahl entziehen. Durch einen solchen Krieg würden sich die Beziehungen zum anderen wahlberechtigten Staaten deutlich verschlechtern. Wahlrecht aberkennen. Der Kaiser des Heiligen Römischen Reichs wird einem Fürsten das Wahlrecht aberkennen. Die anderen wahlberechtigten Fürsten werden dies mit Ärger zur Kenntnis nehmen. Warum sollten wir das tun? Wir haben es ihnen doch gerade gegeben. Gut, ich gehe mal davon aus, dass das Spiel einfach sagt, rein theoretisch kannst du das jetzt machen. Ja, aber ist jetzt nicht wichtig. Wir könnten hier locker stürmen, aber das würde nur Leben kosten. Sachsen hat Böhmen den Krieg erklärt. Heieiei, was haben die denn da? Das sind alles ihre Ansprüche. Erzböhmerwald Breslau. Belagerung von Braunschweig ist durch, sehr gut. Bamberg und auch auf Braunschweig und auch auf Anhalt. Ja, werden sie aber nicht durchsetzen. Braunschweig, wie wäre es, wenn wir euch voll annektierten? Da sagen sie nicht nein. Nahm unser großes, großzügiges Friedensangebot an, claro. Und können wir noch hier rüber? Thüringen. Ja, ne? Ja, warte mal, machen wir mal weiter und langsamer und dann schauen wir. Ne, geht nicht. Wir haben da keinen Zugang. Ja, sonst gucken, wie sie klarkommen. Militärzugang aus Lüneburg. Ich gebe jedem gebe ich Militärzugänge, weil ich mich beliebt machen will als Kaiser. Da gibt es keinen Grund, einen meiner Kinder, einen meiner Schützlinge, keinen Durchgang durch mein großartiges Brandenburg zu geben. Die dürfen hier alle rumrennen und spielen, wie sie wollen. Und Württemberg, ja, natürlich, geht klar. Revolten möglich. Ah ja, Braunschweig. So, Braunschweig. Wir können Braunschweig jetzt zur Kernprovinz machen. Wie gesagt, da müssen wir aber eben die Macht aufwenden, die wir brauchen, um die nächste Idee einzuführen. Ich mach's trotzdem. 76 nur. Machen wir. Wir brauchen aber... Wie sieht es eigentlich aus mit unserem Gold? Wir haben 2,57 pro Monat. Wir gehen mit der Armee ein bisschen runter, so dass wir einen Monat brauchen, um wieder bei vollster Moral zu sein. Das dürfte ungefähr hinkommen, schätze ich mal. Jetzt haben wir 3,12 Gold. Und wir stellen einen Berater ein. Halt, wir bauen erstmal hier Gebäude. Können wir schon einzigartige Gebäude oder Manufakturen bauen? Nein, weil die ganz viel Geld kosten. 800 für eine Botschaft. Nee. Hofmeister. Schauen wir mal. Plus 1,2 Gold pro Runde. Der Tempel wird plus 1,45 in Brandenburg bringen. Baumer. Und in Altmark 1,45. Sehr gut. Und dann haben wir 1,25 in Ruppin und Potsdam. Und mit dem Hofmeister, der Hofmeister kommt da gar nicht so weit. Ja, dann mach das mal in Potsdam. Okay, und wir... Ach, jetzt habe ich kein Geld, um den Berater einzustellen. Bin aber auch ein Hanebambe. Naja, dann warten wir eben ein Jahr und stellen dann Berater ein. Imperiale Befreiungskriegsgrund gegen Bayern. Sie haben mal wieder etwas annektiert, was zum Reich gehört. Was könnte das gewesen sein? Nürnberg. Ulm, Ansbach ist unabhängig. Hier unten, Salzburg. Ich glaube, das war Salzburg. Ja, aber sollen sie ruhig. Militärzugang aus Hessen. Ja, klar.
Ah ja, da schau her. Die Hessen kümmern sich um die thüringischen adligen Rebellen. Schön von ihnen. War aber eine lange Schlacht. Litauen hat dem Livonischen Orden den Krieg erklärt. Sehr gut. Apropos, hier oben die Ecke. Nos! Um Preußen zu gründen, brauchen wir auch Kurland und Semgallen. Das Problem daran ist, dass Semgallen und Kurland jetzt auch zu Litauen gehören. Wir schauen gerade nochmal hier nach, ob ich denn auch kein Kokolores erzähle. Einer der folgenden Punkte muss zutreffen. Brandenburg ist protestantisch oder reformiert. Ach, das muss ja auch noch kommen. Und die administrative Technologie muss höher als 10 sein. Also dauert das eh noch. Ist im Besitz von Ostpreußen. Einer der folgenden Punkte muss zutreffen. Besitz von Danzig oder Hinterpommern? Danzig werden wir... Sag mal, wo bin ich denn jetzt? Hier. Preußen wird zur neuen Leitkultur. Warte mal, wir können... Warum ist das? Ich bin gerade durcheinander. Im Besitz von Brandenburg. Hinterpommern im Besitz von Brandenburg. Hinterpommern. Ah ja, hier, das wird ja eh passieren. Ja, was bekommen wir dann? Prestige und Macht. Sehr gut. Der Diplomat ist in Köln am Ende seines Lateins. Und ist jetzt für neue Aufgaben verfügbar. Da kümmern wir uns gleich drum. Genau. Das hier ist überhaupt erst möglich, wenn einer der Punkte zu, also wenn alle Punkte hier zutreffen. Und dann können wir Brandenburg zu Preußen machen, wenn wir eben Ostpreußen, Ermland, Danzig, Memel, Kurland und wie heißt das? Ah ne, hier. Samogitien halten. Diese Ecke. Das bedeutet, wir müssen auch, wenn wir... Gut, wir können Preußen gründen, müssen uns aber nicht umfirmieren in Preußen. Das geht ja dann, das können wir dann später vielleicht machen. Wenn ich das richtig verstanden habe. Und das hat Zeit, aber lass uns das im Hinterkopf behalten. Es dauert noch ein paar Jahre, weil administrative Technologien bei 10 sein müssen, damit wir da überhaupt dran denken können. Wir sind jetzt bei 6 und ja, dauert. Anzahl der verfügbaren Ideengruppen steigt. Ah ja, sehr gut zu wissen. Schweden hat Novgorod den Krieg erklärt. Schweden, Schweden, Schweden. Da geht einiges, sieht imposant aus, aber ich werde nicht müde zu betonen, dass das ja vor allem daran liegt, dass die Provinzen hier so unglaublich groß sind. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass hier in den Wäldern und Sümpfen da jetzt unbedingt viel Steuereinnahmen zusammenkommen. Nachlassende Produktion, warum das denn? Da unsere Anwendung der Smithschen Ökonomie dazu geführt hat, dass unsere Produktionstechniken Familiengeheimnis. Wenn unsere Produktionstechniken so fortschrittlich sind, legen unsere Produzenten Selbstgefälligkeit an den Tag. Da müssen wir mal die Peitsche für die Produzenten auspacken. Wir bekommen nachlassende Produktion bis 5 Jahre lang, was folgenden Effekt hat. Produktionseffizienz minus 10%. Oder Inflation. Oh, ich versuche ja immer so gut wie möglich die Inflation zu verhindern. Ja. Und deshalb nehmen wir für 5 Jahre die Produktionseffizienz, den Produktionseffizienzmalus in Kauf. Familiengeheimnis. Das erste Mal überseht ihr es einfach, aber als es ein zweites und drittes Mal passiert, werdet ihr stutzig. Warum lachen die Leute über euch, wenn sie denken, dass ihr sie nicht hören könnt? Nachdem ihr euch erkundigt habt, erfahrt ihr es endlich vom Hausmädchen. Es scheint, dass euer Nachfolger in der ganzen Stadt auf höchst unchristliche Art herumgelaufen ist. Wie mit seinem... Gemächt aus der Hose raushängt oder wie? Nun winkt eure Familie in ganz Europa. Spott und Hohn bestraft ihn öffentlich, wir verlieren Prestige. Und Fragezeichen beansprucht Stärke des Nachfolgers. Minus 20. Ah, der Nachfolger ist aber so gut. Ich weiß gar nicht. Und der Anspruch ist ja stark. Das können wir uns leisten, oder? Wobei, Prestige. Komm, verlieren. Wir verlieren ein bisschen Prestige, durch die ganzen Kriege, die wir führen, werden wir das ja eh wieder auf 100 hochprügeln, sobald wie möglich. Wir brauchen noch jemanden, wir haben, was ist das? Aus Foix akzeptieren. Wir können Provinzverbesserungen bauen, da warten wir erstmal noch mit. Genau, unser Berater.
Ich hätte gern einen Brader, der administrative Macht bringt. Stabilitätskostenmodifikator, minus 10%. Na, den hätte ich auch einstellen können, bevor die Stabilitätskosten... Na gut. Inflationsreduktion. Oh, das ist nicht verkehrt. Ja. Das bringt auch Gold. Jährliches Prestige ist mir egal. Nationale Revolte wird auch nicht passieren. Missionarsstärke ist auch egal. Steuermodifikator plus 5%. Trägt das sich selbst? Wahrscheinlich nicht, ne? 1,5 Dukaten pro Monat. Und 5% wird das nicht ausmachen. Nee, nee, nee. Bei weitem nicht. Das sind dann 0,2 Dukaten. Deshalb, ich würde sagen, die Stabilitätskosten. Ich würde sagen, die Stabilitätskosten, denn ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir die auf jeden Fall nochmal hochsetzen wollen, wenn denn dann unser Herrscher gestorben ist und ein Meteor oder ein Komet mal wieder hier über uns hinwegfliegt. Ferrara hätte auch gern Militärzugang, den bekommen sie. Frieden wird hier. Ja, machen wir erstmal. Ah, Ungarn, gerne. Ihr habt Frieden geschlossen, das ist Böhmen und Sachsen, nee, Hessen und Sachsen. Hessen wird alle Beziehungen mit Brandenburg und Böhmen aufkündigen. Hessen zahlt 150 Dukaten. Sachsen, Sachsen, Sachsen. Die machen hier was. So, Braunschweig wird bald zur Kernprovinz werden, sehr gut. Wir können eigentlich mal unser Militär auch dort stationieren, denn wenn es denn zu Aufständen kommen sollte, dann in Braunschweig. Genua hätte gerne Militärzugang, den bekommen sie. Und Frankreich. Okay. Ah, höchstwahrscheinlich hier oben, ne? Auch wegen dem Zugang zu Lolland. Aber dann bekommen, da bringt sie ja ihnen nichts, wenn sie mit Dänemark nicht verbündet, nicht den Durchgang bekommen auch. Wir sind die 12 stärkste Nation. Naiver Verwandter. Ein nahes Mitglied der Familie unseres Herrschers war sehr naiv und erzähle Fremden öffentlich wichtige Informationen. Das ist eigentlich Hochverrat, aber ein Mitglied der Königsfamilie zu exekutieren, kann der Gesellschaft in Aufruhr versetzen. Richtet ihn hin, wir verlieren administrative Macht, er ist schließlich ein Verwandter. Ne, ich mein, hier, ne, Blut ist dicker als Blut und Spionageabwehr kompromittiert für ein Jahr. Spionageabwehr, minus 25% ist okay, ja. In den sauren Apfel beißen wir gerne. So, gibt es noch was? Achso, ja, genau. Wir haben ja ganz viel hier Papsteinfluss, den wir unter die Leute bringen müssen. Der ist nur 41 und günstig zu haben. Dann fahren wir hier mal zweigleisig. Dann haben wir noch 27. Der Dulonion. Bekommen den Rest. Reicht noch nicht ganz, um Burgund abzulösen. Gibt es hier jemanden? Kirchenstaat, England und Ungarn. Ja, ist keiner dabei, der hier dann zwei Sitze bekommen würde. Von daher werden wir den Heiligen Stuhl erstmal noch behalten. Also die Kontrolle über die Kurie, hoffe ich doch mal. Und der Kaisertitel ist uns auch sicher. Ja, auf jeden Fall. So, dann war das doch eine erfolgreiche Folge. Eine erfolgreiche Folge. Braunschweig, genau. Und damit beenden wir diese Folge auch. Braunschweig gehört jetzt zu Brandenburg. Wir haben etwas Einfluss am Marktplatz Frankfurt gewonnen, den wir weitertragen. Wir sind wiedermals einen Schritt weiter dorthin Pommern dann komplett zu annektieren. Müssten wir Anhalt nicht annektieren können inzwischen? Ja! Machen wir auch. Wie lange dauert das? Juni, oh, 11 Jahre. Ja, aber machen wir, kein Problem. Selbe Kulturgruppe, diplomatisches Geschick. Sehr gut, sehr gut. Dann ist das jetzt das Letzte, was wir in dieser Folge machen, genau. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und freue mich darauf, euch zur nächsten Folge begrüßen zu dürfen, wenn es wieder heißt Let's Play Europa Universalis 4. Ich freue mich auf euch. Bis dann, euer Egonson.